Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, ich bin schon wieder auf einer An- und Verkaufstour und ich bin schon wieder in Münster. Ja, jetzt werdet ihr sagen, was willst du denn schon wieder in Münster? Du warst doch letztens erst in Münster. Genauso sieht's aus. Aber das hat sich halt jetzt irgendwie so ergeben. Ich plane das nicht, in welche Städte ich nacheinander fahre. Das ergibt sich oft bei mir durch Zufall. Ja, manchmal plane ich schon ein bisschen, ne? Aber nicht im Voraus oder so. Und die Sache ist die, ich habe jetzt hier heute in Münster zu tun. Eigentlich in einem anderen Stadtteil von Münster. Aber ich habe jetzt 5 Stunden, die ich hier totschlagen muss in Münster. Muss ich warten. Und ich habe mir gedacht, ach komm ey, dann fahr mal in die Stadt. Was willst du die 5 Stunden sonst machen, ne? Und ich war jetzt gerade schon frühstücken, habe mir einen Kakao getrunken und was gegessen. Und dann gedacht, komm, jetzt, dann kannst du jetzt hier auch eine kleine An- und Verkaufstour starten, wenn du schon mal hier bist. Deswegen heute wieder An- und Verkaufstour aus Münster. Ja, ich klapper die üblichen Shops ab, An- und Verkaufsläden, den André-CD-Laden, gucken, was sonst noch so geht. Ja, ein bisschen in der Stadt, wie gesagt, Zeit totschlagen und auch An- und Verkaufstour so ein bisschen nebenher. Ja, dann würde ich mal gucken, was es hier heute so gibt. Ich nehme euch wie immer Impressionen auf und dann wünsche ich euch erneut viel Spaß mit An- und Verkaufstour aus Münster. So, meine lieben Freunde, ich bin wieder zurück aus Münster. Ja, was soll ich euch sagen? Also, in Münster, ich war ja erst vor kurzem da, ne? Also, ihr habt ja gesehen, das letzte Video aus dem letzten Jahr war ja auch eine Verkaufstour aus Münster. Die Folge 40. Jetzt die Folge 41 halt wieder aus Münster. Ich habe ja schon erklärt, warum ich da war und so weiter. Brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Hatte aber den Nebeneffekt, ja, ich
wusste schon ungefähr, was so in den Läden liegt, hat sich nicht viel verändert. Deswegen war ich auch noch in einem Laden zum Schluss, wo ich beim letzten Mal nicht war. Und ja, ich habe aber trotzdem ein paar Games gefunden. Es sind heute aber nur 4 Stück, ne? Es sind nur weniger, weil ja, die Sachen, die ich interessant fand, hatte ich letztes Mal schon mitgenommen. Nur diesmal, ja, ein paar Games habe ich noch gefunden und auch gute Games eigentlich. Also interessante Sachen. Ja, ja, zu Münster habe ich letztes Mal schon genug gesagt. Immer ein gutes Pflaster für mich. Ich finde da immer gute Sachen eigentlich. Für eine Stadt in NRW. Also es ist noch, ich kenne andere Städte, wo es deutlich schwieriger ist mit An- und Verkaufs. Ne, das ist in Münster noch einigermaßen okay. Auch Münster war mal mehr vor ein paar Jahren, aber Münster geht noch im Vergleich zu anderen Städten, wo ich es ein bisschen schwieriger habe. Meiner Meinung nach. Kann auch sein, dass ich mich da vertue und einfach nicht alle An- und Verkaufs kenne in anderen Städten. Ja, genug rumgelabert. Ich war zuerst im An- und Verkauf in Bahnhofsnähe. Da gibt es zwei. Zu einem gehe ich nur ungern hin, habe ich letztes Mal schon gesagt, weil der mal irgendwann zu mir unfreundlich war. Zu dem anderen bin ich wieder hingegangen und habe mir, wie beim letzten Mal auch schon, wieder ein PlayStation 1-Spiel mitgenommen. Und zwar habe ich 20 € für bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie das. Ich habe jetzt gar nicht, heute gar nicht mal nach Preisen geguckt, was die Spiele so wert sind. Deswegen kann sein, dass ich zu viel bezahlt habe, zu wenig bezahlt habe. Gilt heute für alle Spiele, die ich euch zeige, weil ich überhaupt nicht nachgeguckt habe. Aber ja, als erstes gab es Bomberman. Bomberman für die PlayStation 1. Ja, Bomberman ist ein Name. Bomberman finde ich cool. 20 € habe ich bezahlt. Wollte ich gerne haben, ne? PlayStation 1, ja, will ich jetzt auch nicht mehr alles mitnehmen, habe ich mir so überlegt, ne? Weil es da auch viel Kram gibt, ne? Und ich auch schon einiges an Kram habe, ne? Da gibt es viele Rennspiele und Sportspiele und so weiter für die PlayStation 1. Aber ja, ach komm, ne? Bomberman, auf jeden Fall nice. Habe ich gerne mitgenommen. Ja, es ist Bomberman, ne? Typisch Bomberman, ne? Wer Bomberman kennt, man muss sich halt, ja, durch so eine Welt bomben quasi, ne? Auf so einem, ja, auf so ein Spielfeld, sag ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall echt nice. Bomberman, jetzt auch für die PlayStation 1 in meiner Sammlung. Ich habe schon andere Bomberman-Titel für diverse andere Systeme in meiner Sammlung. Und mit Bomberman kann man eigentlich fast nie was falsch machen. Und deswegen habe ich mir das gerne mitgenommen, ne? Also einmal gab es Bomberman für 20 € für die PlayStation 1 in einem An- und Verkauf in Bahnhofsnähe. Das war der erste Deal. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, gucken wir mal weiter. Ja, dann war ich bei André, CD, DVD, Schallplatten und Gamesladen, also so für gebrauchte Sachen. Kann man immer mal was finden, ne? Da kommt nämlich auch immer mal wieder was Gutes rein, so zwischendurch, ne? Also das wechselt da schnell, das Sortiment. Deswegen kann man auch mal gucken, und die hatten auch Spiele, also zumindest ein Spiel, was die letzte Mal nicht hatten, das habe ich auch mitgenommen. Das zeige ich euch nicht. Zeige ich euch auch, aber jetzt gleich erst. Jetzt zeige ich euch erst das erste Spiel. Das fand ich einfach interessant. Kann sein, dass ihr das letzte Mal schon hatten, dass ich es übersehen habe, aber ich habe es diesmal mitgenommen, und zwar Grip Shift. Für die PSP, ich habe mir gedacht, ach komm, ne? PSP-Spiel habe ich jetzt auch noch nicht so viele, ne? Nimmst du das gerne mal mit, und das finde ich echt interessant, ne? Das ist, Grip Shift ist anscheinend so eine Mischung aus Racing und Puzzle. Also so ein Rennspiel, wo man auch gleichzeitig Puzzle lösen muss, also Puzzlespielmäßig. Ja, fand ich ganz interessant, ne? Für die PSP. Es ist zudem auch noch von Ubisoft. Ist nicht die allerschlechteste Marke. Ja, die haben auch schon mal das ein oder andere Spiel verbockt, aber wollen wir hoffen, dass Grip Shift nicht so ist. Ich habe einen Fünfer für bezahlt. Und ach komm, ne? Ganz nett für die PSP-Sammlung. Und wie gesagt, ich finde auch, ich mag auch so kuriose Sachen. Und ich finde dieses interessant, ne? Diese Mischung aus Puzzle und Racing könnte ganz interessant sein, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich mir das 5-5er mitgenommen, ne? Einmal gab es Grip Shift für die PSP bei André. Und da habe ich mir auch noch ein zweites Spiel mitgenommen. Wie gesagt, eins, was sie letztes Mal noch nicht da hatten. Und zwar für 35 €. Und ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht, ob das der Marktpreis ist, ne? Aber ich glaube, das ist nicht ganz schlecht, ne? Also es wird wahrscheinlich der Marktpreis ungefähr sein. Und zwar Mario Party 5 für 35 €. Ja, endlich habe ich ein Mario Party Spiel für die GameCube.
Also, wer meine Roomtour gesehen hat, der weiß, ich habe bei dem Befehlen beim GameCube noch so die Mario-Titel und so, ne? Also, da habe ich nicht viel. Ich habe Mario Sunshine, Mario Double Dash und Mario Smash Football. Und ja, Donkey Konga habe ich noch, das würde ich jetzt noch ins Mario Imperium oder ins Nintendo Imperium dazuzählen. Aber dann hört es auch schon auf, ne? An Mario-Titeln. Und ja, ich wollte unbedingt Mario Party haben. Habe ich jetzt auch. Sehr cool für 35 Euro. Mir war eigentlich auch egal, welchen Titel ich da finde. Ne? Es ist so, bei, ich glaube, das ist fast. Ich kann. Vielleicht beim 3DS. Weiß ich aber auch nicht genau. Ich glaube, es gibt keine Konsole, wo es so viele Mario Party-Spiele gibt wie für den GameCube. Es gibt Mario Party 4, Mario Party 5, Mario Party 6 und Mario Party 7. Und ich glaube auch, dass umso höher, umso teurer. Glaube ich schon. Und ich brauche die jetzt nicht alle, ne? 4, 5, 6, 7. Ich wollte aber gerne einen Mario Party-Titel für meine GameCube-Sammlung, wollte ich schon ganz gerne haben. Und es ist jetzt der hier geworden, ne? Für 35 Euro, wie gesagt, ich glaube, so ganz schlecht war es nicht, ne? Ich glaube, war okay. Und ja, vielleicht hätte ich es irgendwann mal auf dem Trödelmarkt gefunden. Obwohl GameCube-Spiele auf dem Trödelmarkt wird auch immer schwieriger. Und gerade sowas hier. Und ja, Mario Party 5 gab es einmal. Typisches Mario Party-Spiel halt, ne? Wo man auf einem Spielbrett, im Mehrspielermodus am besten, über ein Spielbrett läuft und mit diversen Minispielen und so, ne, kennt man ja, ne? Mario Party kann man meiner Meinung nach auch nicht viel mit falsch machen. Spiele ich gerne. Ich habe für Mario Party vor allen Dingen, mag ich vor allen Dingen auch die Switch-Teile, finde ich sehr nice, aber ich habe für viele Systeme habe ich Mario Party-Spiele, ne? Für den GameCube hatte ich aber noch keins und jetzt habe ich Mario Party 5, gab's für 35 Euro. Deswegen habe ich 40 Euro für diese beiden Spiele bei André bezahlt, ne? Ja. Auf jeden Fall nice für mich, ne? Schöne Games für meine Sammlung. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Ja, dann habe ich zunächst in der Stadt weiter rumgesucht und so und war bei GameStop. Da habe ich diesmal gar nichts gefunden. Da finde ich auch selten was bei GameStop. Ich habe es schon öfter gesagt, GameStop ist einfach nicht mein Laden. Ich habe letzte Mal was gefunden, war wahrscheinlich die Ausnahme. Diesmal gab es da nichts für mich. Ja, Switch-Spiele, sehr gebrauchte Switch-Spiele sind sehr nah am Neupreis. Für eine Wii U und für die Wii hatten sie auch nichts da, was mich jetzt interessiert hätte. Für die Wii ist sowieso ein bisschen schwieriger bei mir. Für die Wii U könnte es mal möglich sein, dass ich da noch was finde. War diesmal aber nicht der Fall. Und ansonsten auch nichts. Ich habe selbst in den PlayStation 3 und Xbox 360 Sachen nachgeguckt, aber war irgendwie gar nichts für mich, ne? Deswegen GameStop war eine absolute Nullnummer diesmal. Dann schräg gegenüber war Saturn. Auch im Saturn nichts zu holen für mich. Im Mediamarkt war ich übrigens auch. Da war auch nichts zu holen für mich. Aber ich war auch noch in einem anderen An- und Verkauf. Und zwar ein An- und Verkauf, den ich letztes Mal ausgelassen hatte. Das ist einer, der auch sehr viel Spielzeug hat und wirklich viel Trödelware hat und sowas auch. Und Brettspiele und alles Mögliche, ne? Und wie gesagt, jede Menge Playmobil und Fahrräder stehen da vorm Geschäft rum. Und Kinderfahrräder. Und auch andere Sachen, eine Gitarre habe ich da glaube ich sogar schon mal gesehen, allen möglichen Kram und da gibt es auch Games. Wenig, aber da gibt es auch Games. Und der hatte ein paar Games da, hatte sogar ein paar N64 Games da, war jetzt aber nichts, was mich angesprochen hatte. Aber und es war auch einiges an PlayStation 1 Spielen da und da habe ich mir dann eins mitgenommen von. Da waren auch Platinum-Spiele bei oder wie ich immer gerne sage, Platinium. Ja, auf jeden Fall Platinum-Spiele waren dabei. Und auch andere Titel und so, und auch teilweise auch teuer. Ja, auf jeden Fall mitgenommen habe ich mir Dynasty Warriors. Müsste der erste Teil sein, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ist für die PlayStation 1, wie gesagt. Ja, ich habe einen Zehner für bezahlt. Ich weiß nicht, was der gängige Marktpreis ist, wie gesagt, weil ich nicht nachgeguckt habe. Ja, für einen Zehner, ne? Ich meine, das hat irgendwas mit China zu tun und so, ne? Dass man irgendwie sich irgendwelche Imperium und so, aber das hier sieht mir hinten drauf aus auch wie ein Beat'em Up. Ja, also wo man sich gegeneinander prügeln muss, so Street Fighter-mäßig oder so. Ja, vielleicht, keine Ahnung, ich muss es mal zocken, habe ich natürlich noch nicht. Ja, ich will ja sowieso ein bisschen mehr zocken, ne? Bin ich auch ein bisschen dran, also ich zocke in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall gab es einmal Dynasty Warriors für die
PlayStation 1 und dafür habe ich 10 Euro bezahlt. Ich habe mir gedacht, ach komm, wieder ein PlayStation 1 Spiel, schönes, warum nicht? Nimmst es dir mit, ne? Ist kein FIFA, ist kein Rennspiel, warum nicht, ne? Gab's das auch noch. Ja, das war meine An- und Verkaufstour aus Münster. Heute ein bisschen weniger gefunden, aber immerhin, ne? Also ich war zufrieden. Ja, ansonsten wünsche ich euch, wie immer, ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's. Euer Patrick.